Heute lesen wir euch das Buch von Paul, Marie und die Farben vor. Paul sitzt mit seiner besten Freundin Marie unter dem alten Apfelbaum im Garten. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Marie schaut sich um und überlegt. Plötzlich raschelt es ganz in der Nähe. Da sitzt ein Tier unter dem Holunderbusch. Paul schleicht zum Busch und kniet sich langsam darunter. Vorsichtig nimmt er ein kleines Wesen auf den Arm. Das ist ja Leonardo, das verschwundene Chamäleon aus dem Zoo. Tatsächlich, jetzt erkennt Paul es auch. Schnell läuft er ins Haus und ruft im Zoo an. Als er wieder in den Garten kommt, strahlt er. Leo darf noch ein bisschen hier bleiben. Sein Tierpfleger holt ihn erst später ab. Auch Marie freut sich. Da bemerkt sie etwas Seltsames. Leo sieht ja auf einmal ganz anders aus. Eben noch war das Chamäleon blau. Jetzt aber leuchtet es im schönsten Rot mit den Blumen um die Wette. Leo kann sich wohl nicht entscheiden, welche Farbe er am liebsten mag. Du hast auch deine Farbe verändert. Auf deiner Nase ist ein Regenbogen. Das kommt von den ganzen Glassteinen im Baum, sagt er und schüttelt einen der Zweige. Plötzlich tanzen viele kleine Regenbogenflecken um Marie herum. Wie schön, ruft sie und hat eine Idee. Wir bauen ein Haus für Leo, hier unter unserem Zauberbaum. Dann hat er es richtig gemütlich. Paul ist einverstanden. Er schnappt sich ein Steinchen und zeichnet damit auf einen großen Stein, wie Leos Haus aussehen soll. Marie holt einen leeren Karton und Wasserfarben. Wir malen das Haus orange an. Nein, lila, sagt Paul und öffnet den Farbkasten. Da sind ja nur noch blau, rot und gelb drinne. Dann mischen wir unsere Lieblingsfarben einfach selbst. Und dann malen wir einen Regenbogen auf den Karton. Ist das rot oder grün? Paul zeigt auf eine Farbe. Das ist hellrot, sieht man doch. Jetzt wird auch Pauls Gesicht ganz rot. Manchmal kann ich grün und rot nicht so gut unterscheiden. Siehst du die Welt denn ganz anders als ich? Weiß nicht. Gib mir mal das Kakaobraun. Jetzt weiß Marie nicht weiter. Die Brauntöne sehen doch alle gleich aus. Paul schnappt sich die Farbe. Das sehe ich aber anders. Leos Haus ist richtig schön geworden. Vielleicht darf er jetzt für immer hier bleiben. Unter unserem Zauberbaum fühlt sich ein Chamäleon doch bestimmt wohl. Hier ist es so schön bunt. Jetzt muss Leo erst mal einziehen. Aber als sie sich nach ihm umsieht, kann sie das Chamäleon nirgends entdecken. Paul, Leo ist verschwunden. Paul und Marie suchen hinter Steinen und unter Büschen, aber Leo ist einfach nicht zu finden. Was machen wir jetzt bloß? Auf einmal flattern zwei Schmetterlinge um die beiden Freunde herum. Habt ihr ein Chamäleon gesehen? Es ist grün. Nein, blau. Oder rot? Da setzt sich einer der Schmetterlinge auf eine Blüte im Gras, direkt neben eine farbige Chamäleonfußspur. Paul, ich weiß, wie wir Leo finden können. Zu
Zusammen verfolgen die Freunde Leos Spuren bis zum Apfelbaum. Leo, sehe ich nicht. Aber ein Schmetterling, obwohl er sich mit seinen Farben und Formen gut getarnt hat. Leo hat sich bestimmt auch getarnt. Da guckt Paul noch einmal in die Zweige des Apfelbaums und sieht endlich das Chamäleon zwischen den Blättern. Die Schmetterlinge haben gleich gewusst, wo Leo steckt. Paul klettert in den Baum und holt Leo vorsichtig herunter. Gerade rechtzeitig, denn schon kommt Tierflieger Johann in den Garten gelaufen. Paul und Marie sind gar nicht begeistert. Nun muss Leo zurück in den Zoo. Johann ist aber zum Glück sehr nett. Habt ihr bemerkt, dass Leo seine Farben ändern kann? Fragt er und erzählt, dass Chamäleons damit Rivalen verjagen oder andere Chamäleons anlocken. Leo ändert seine Farben auch, wenn ihm warm oder kalt ist. Warum? Fühl doch mal, welche Farben im Sonnenlicht warm werden. Bevor Johann mit Leo losfährt, hat er noch eine Überraschung für Paul und Marie. Eintrittskarten für den Zoo. Damit könnt ihr euren neuen Freund immer besuchen. Die beiden freuen sich. Danke! Dann verabschieden sie sich von Leo. Paul streichelt ihm vorsichtig über den Rücken. Wenn es dir im Zoo nicht mehr gefällt, dann kommst du einfach wieder her. Was machen wir denn jetzt mit Leos Haus? Die Schmetterlinge könnten darin wohnen. Und für Leo bauen wir morgen noch ein Baumhaus, falls er wiederkommt. Das malen wir dann Chamäleongrün an. Aber die Farbe von Chamäleons verändert sich doch. Deshalb ja, dann wird das Haus richtig schön bunt.